In Israel hat erneut eine regierungskritische Demonstration stattgefunden. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die sofortige Freilassung der Geiseln in Gaza. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Demonstranten von einer Hauptkreuzung im Zentrum von Tel Aviv zu vertreiben. Anfang dieser Woche erklärte die Hamas, sie habe ein von Katar und Ägypten vermitteltes Waffenstillstandsabkommen akzeptiert. Israel lehnte das Abkommen umgehend mit der Begründung ab, es entspreche nicht seinen Kernforderungen.